Hallo, wir sind hier mitten im Industriegebiet in Heidelberg-Rohrbach und das ist Hakims Imbiss und Steakhouse. Und Hakim ist seit 30 Jahren in Deutschland, seit 20 Jahren hier und verkauft die besten Spare Ribs der Welt, wie vor allem die US-Soldaten sagen, die direkt nebenan hier in der Kaserne immer mittags vorbeikommen und sich Spare Ribs holen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und gucken uns mal genauer an, was Hakim da so macht. Du bist ja auch so ein bisschen sowas wie ein Medienstar. Du warst ja, es gab schon eine SWR-Fernsehreportage über dich und auch die Rhein-Neckar-Zeitung hat mal was über dich geschrieben. Der Ditsche-Wirt war da, der Wirt aus der Fernsehsendung Ditsche und hat einen Tag ein Praktikum bei dir gemacht. Und jetzt hat der Meier ganz aktuell einen großen Artikel über dich geschrieben. Das ist natürlich sowas wie der mediale Durchbruch. Wie reagieren die Leute darauf, wenn du jetzt überall in Film, Funk und Fernsehen zu sehen bist? Sympathie bringt Sympathie. Und meine Leute reagieren gut. Sie sagen auch, Hakim, vielleicht hast du verdient, weil offene Leben, keine verkrampfte Leben. Auch mit meinen Kunden bin ich also richtig, egal welche, verstehe man gut. Also wir sind begeistert auch, klar. Du machst ja auch unheimlich große Portionen. Also ich hatte darunter auch schon öfter zu leiden, dass man es einfach irgendwann nicht mehr schafft, obwohl es so gut schmeckt. Warum? Warum sind die Portionen so unglaublich groß, Hakim? Irgendwie Naturschauspielerei, das eigentlich, ich will ein bisschen gelassen sein und Ganze und dann ein bisschen Großzügigkeit Natur mir erlaubt. Egal was ich mache, irgendwie das kommt automatisch das, und deswegen dann habe ich so gelassen, ein bisschen was anderes. Was glaubst du ist denn dein Geheimnis? Warum bist du denn so erfolgreich und warum mag dich jeder? Es gibt ja niemand, der irgendwie ein schlechtes Wort über dich sagt, in ganz Heidelberg, in der ganzen US-Army, wahrscheinlich in der ganzen Welt. Das sage mal so, wenn Natur dich so beschaffen, lebst du dein Leben. Freundlichkeit, Sympathie, das eigentlich die Stück Leben. Und es ist gut, dass man lachen kann als weinen. Ne? Und immer viel zu viel Spare Ribs auf dem Teller, das gehört auch noch dazu. Wie war denn die Reaktion auf den Meier-Artikel? Wie war denn das Feedback? Real, bisschen normal Leben. Super, ja, doch, das ist auch ein paar meiner Leute gelesen. Die sind auch, Hakim, super, also gut geschrieben. Und das ist fast irgendwie. So, das hier ist Markus aus Schwetzingen. Und Markus, wie bist du denn auf Hakim gekommen? Warum bist du hier? Ich bin hier zunächst einmal, weil ich Hunger habe und was Tolles essen. Naheliegend? Ja. Nee, ich hole mir regelmäßig den Meiers, weil man da immer wieder auf neue Ideen kommt. Eine gute Wahl. Ja. Und dementsprechend habe ich da den Artikel über diesen Hakim Steakhouse gelesen und jetzt wollen wir das einfach mal ausprobieren, weil die Portionen hier angeblich so groß und so lecker sind. Hakim ist ja nicht nur Imbisswirt, sondern auch Kunsthändler und Kunstsammler und Hakim hat sich auf die frühen Niederländer spezialisiert. Wir sehen hier ein Frühwerk von Rembrandt und hier ein sehr, sehr spätes aus der gelben Phase von Hieronymus Busch. Er hat aber auch sehr viele neuere Werke hier in seiner Imbissbude aufgehängt. Unter anderem haben wir hier ein Frühwerk von Louis van Gaal und hier eins aus der Phase, als Arjen Robben fast schon nichts mehr sah, aber immer noch gemalt hat. So, jetzt wollen wir mal noch die beiden Jungs hier fragen, wie es denen schmeckt. Die haben keine Spare Ribs, sondern Currywurst, was auch sehr gut sein soll. Wie schmeckt's denn? Sehr gut, ja. Sehr gut. Kann mich nicht beklagen, nur ein bisschen zu viel des Guten. Zu viel des Guten, ja, das Problem kennen wir ja schon. Und wie ist es bei dir? Auf jeden Fall, langsam wird es schwer. Wird langsam schwer, aber du schaffst es noch, oder? Ich denke schon. Ja, alles klar. Ja, dann mal noch guten Appetit euch beiden. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt mal. Jetzt esse ich selber mal ein paar Ribs und ja, ich habe jetzt genug geredet. Tschüss. Ich bin ja eigentlich auch Vegetarier seit neuestem. Hakim, die sind wirklich sehr gut wieder. Freue mich.